Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Krog 2 mit mir, TMW Astraf. Lass uns weitermachen hier in diesem unterirdischen Level namens Kanonenboot Keith oder so, den wir wahrscheinlich gleich treffen werden. Ja, Baron Dante hat ihn ja auf uns aufgehetzt. Ja, mal sehen, was der mit uns vorhat. Hey, das ist aber nicht gerade sehr... Aber das ist aber nicht sehr, angenehm, euch so zu begegnen. So ganz überraschend. Diese Dantinis. Es regnen tatsächlich Skelette von der Decke herunter. Ah, und das steht auf, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, wartet mal, da fällt mir was ein. Ja, man kann auch Gegner zerstampfen. Konnte man im ersten Teil auch. Aber, Sekunde. Irgendwie war mir so, als könnte man in diesem Spiel sehen, wie Krog jemanden platt trampelt mit diesem Stampfangriff. Aber ich glaube, das ist jetzt bei diesen Skeletten hier oder diesen, ja, ich denke mal, bei diesen Skeletten hier jetzt nicht der Fall, weil sie einfach mal zerbrechen. Einfach so. Und. Kapuff. Aber ich muss zugeben, es ist sehr unheimlich. Oh, und seht mal. Das ist schon. Das hier sieht schon ganz anders aus. Okay. Die Kanonen auf dem Steg einsetzen. Auch hier, also es ist ein Bosskampf. Hier gilt wieder das gleiche Prinzip. Dreimal treffen und unser Gegner ist besiegt. Ein klassischer Bosskampf einfach. So, und nicht unterhalb der Schatten stehen. Weil sonst die Kanonenkugel auf unseren guten Helden herunterregnen und das wollen wir nicht. Aber die Musik, diese Violine, das ist alles irgendwie sehr, sehr traurig. Das klingt sehr traurig, das Thema, aber ja. Na! Wartet mal. Bevor ich jetzt irgendwie getroffen werde, warte ich mal ganz kurz ab. Kann irgendwie nicht sehen. Ah, jetzt. Ach, jetzt regnen sie plötzlich runter. So, jetzt. Klasse. Alle Kristalle. Ja, und Kanonenboot Keith ist erledigt. Ja, das Wasser gefallen, ne? Durch die Kanonen. Matrosendorf! Ja, wenn man von einer Kanone erwischt wird, dann ist das aber nicht so. Ne? Im realen Leben, ihr wisst schon, ne? Danke, Krog! Hat Kobus vor dem bösen Piraten gerettet. Er ist echt ein toller Kerl. Krog sollte zu Tiefpreis Pete gehen. Er ist ein bisschen komisch, aber echt nett. Hä? Tiefpreis Pete ist komisch, aber nett? Okay. Warum auch immer? Schön. Aber... Gut, also. Warum sollen wir zu Tiefpreis-Pete gehen? Einfach nur, damit wir in die nächste Welt reisen können. Ja, oder besser gesagt, in die nächste Welt. In das nächste Dorf. Und das nächste Dorf, ja, da wird auch noch ein bisschen was sein, was wir erledigen müssen. Aber, stopp, bevor wir das machen. Gut gemacht, Krog. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Oh ja, der König ist ungemein dankbar. Aber ich denke, du solltest deine Suche im kalten Land der Kosaken-Gobbos fortsetzen. Ich, Tiefpreis Pete, bringe dich dorthin. Achso, das geht ganz automatisch, okay. Ist zwar nicht meine Absicht, aber okay. Kosakendorf.
Wer bist du? Krok, Krok sucht seine Eltern. Tiefpreis-Piet schickt mich. Oh. Das ist okay, denn jeder von Piets Freunden ist auch ein Freund von Gobbo. Krok sucht seine Eltern? Ach so. So, okay, das... Okay, ich dachte eigentlich, es geht in der Haupthandlung. Es geht um was anderes in diesem Spiel. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Kristallkugel. Das ist die Kristallkugel. Ich kann dich damit an weit entfernte Orte schicken. So, also. Mit Viereck in vorherige Welt zurückgehen. Oder, ja, es gibt noch eine zweite Option, aber die gibt's jetzt. Die erscheint jetzt noch nicht. Mit Viereck gehen wir einfach nochmal zurück ins Matrosendorf. Und wir... wartet mal, wir gehen in die Goldgobbo-Tür, aber ja. Jetzt kaufe ich mir nochmal ein paar Hüpfer-Gelees und ein paar Aufziehgobos, je nachdem, wie viel ich mir leisten kann. Spitzenaufziehgobo, 50 Kristalle. Gegenstand kaufen. Ja, das nehme ich. So, wie viel habe ich denn noch? 270 Kristalle? Gelee-Hüpfer mit Orangengeschmack ist für leichte Springer, ja. So, einmal eins davon. Und dann einmal einen grünen. Und dann noch einmal einen roten. Und vielleicht, je nachdem was übrig bleibt, kaufe ich mir nochmal. Ja, das nehme ich. Jo. Und dann der nächste. Was habe ich jetzt noch? 90? Ich glaube, ich hole mir noch einen Aufziehgobbo. Ich glaube, das wäre für mich jetzt irgendwie das Sinnvollste. 50 Kristalle. Ja, das nehme ich. So. Irgendwann hole ich mir auch mal einen Herzkrug nochmal. Im Übrigen fällt mir mal gerade ein, ich habe noch keinen Safe State gewechselt. Ja. So. So, wir haben zwei von den Aufziehgobbos, ein Fernglas, ja, das haben wir jetzt für immer, Rotpudding, oder, ja, roter Gelee-Hüpfer, grüner Gelee-Hüpfer und einen gelben Gelee-Hüpfer. Gut, jetzt die Goldgobbo-Tür und das ist so ziemlich die Meisterherausforderung von jedem Dorf. Jetzt geht's wirklich um alles. Matrosenstamm, Geheimhöhle. Oh, und wir befinden uns tatsächlich in einer Höhle, ja. Ein düsterer Ort. Ja, guck mal, da lachen schon die Datinis über uns. Aber davon lassen wir uns mal nicht beeindrucken. Und oh, wartet mal. Seht ihr das in diesem Käfig? Oh. Hör auf, irgendwelche vorgetäuschten Schüsse zu tätigen. Ja, tatsächlich ein Puzzle. Stück ist da drin. In diesem Käfig, das ist auch das Hauptziel dieser Höhle. Oder auch prinzipiell von der Goldgobbo-Tür. Ja. Und ja, eigentlich dasselbe Prinzip wie im ersten Spiel auch. Daher ist eigentlich nichts groß Neues. Hat nur eine andere Optik, ne? Alles insgesamt. Ist zwar eigentlich dieselbe Struktur, aber einfach nur anders bemalt, könnte man sagen, ja. Ja, so in etwa könnte man das vielleicht ausdrücken, ja. Gut, wir fahren dann wieder mit der Gondel und... So, ich bin mir aber sicher, wir müssen hier nicht um bunte Kristalle uns scheren. Nee, ich glaube, in den Goldgobbo-Türen war gar nichts mit bunten Kristallen. Nee, das macht ja dann überhaupt gar keinen Sinn. Weil die bunten Kristalle führen uns ja zu den Goldgobbos. Und hier in der Goldgobbo-Tür ist das nicht nötig. So, aber hier sieht es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr anders aus. Viel komplexer eigentlich.
Das könnte meinen. Also hier muss man schon ein bisschen... ein bisschen achtsam sein. Wartet mal, wo geht's denn hier runter? Was ist das für ein Ort? Aber, ja. Die Musik klingt zwar etwas düster, aber sie gefällt mir irgendwie, dieser Rhythmus. Warte mal. Nein, da gehen wir nicht rein. Ja, das hat sich gereimt. Ja, Moment, ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Ne, scheint nichts hier zu sein. Alles durch. Klasse, das kann er also auch noch. Unser heldenhaftes Krokodil. So, Moment. So führt denn hier diese Kiste eigentlich? Aber nee, was heißt... Ah, was laber ich da? Was? Was für eine Pforte öffnet das? Ja, ich habe jetzt nicht hingeguckt. Ich wollte jetzt hier raufkommen irgendwie. Hazu, ja. Yeah. Oh, bloß nicht runterfallen. Einen anderen Weg nach oben gibt's, glaube ich, nicht. So, hier haben wir. Wir haben alles. Was? Der ist ja wieder da. Ich habe das gar nicht gehört. Wie ist das möglich? So. Habe jetzt zwar keine Ahnung, was passiert ist. Also, was ich meine schon, aber ich weiß nicht, wo diese Platten jetzt hingeflogen sind. Oh, das ist eine sehr spektakuläre Bahn. Besser gesagt, die Strecke finde ich spektakulär. Oh, kann es vielleicht sein, dass wir vielleicht... Das hier, diese Plattformen... Dass wir durch die... dass das die Plattformen sind, die wir ausgeflogen haben. Ja, guck mal, wir haben ja jetzt schon 86 Kristalle. Irgendwie habe ich den Eindruck, es dauert nicht mehr lang in dieser Höhle. Ah! Wie kannst du es wagen? Nur weil du weil du irgendeine Gabel hast, heißt das nicht, dass du damit rumfummeln sollst, rumspielen sollst, als wäre das dein Zauberstab oder was? Bist du Harry Potter? Nee. Oh, seht mal hier. Oh Gott, danke. Vielen Dank, ein Herz. Wie dankbar bin ich dafür. So, ich denke mal, wenn wir den Schlüssel jetzt einfach mal eingesetzt haben, können wir auch das Puzzle... Ja, ich denke mal, dieser Schlüssel... Ist genau der richtige Schlüssel für den Käfig am Anfang des Levels. Und... Ja, jetzt heißt es nur noch zurück... zurücklaufen. Aber davor gehe ich erstmal auch in dieses eine andere... kleine Areal. Diese eine kleine Höhle, die, ja... Wo ich einfach den Eindruck hatte, sie, hat einen, ja, sie führt einfach irgendwie abseits unseres eigentlichen Weges oder so, keine Ahnung. Ich dachte, ich komme dadurch aus dem Konzept, ja genau, so kann ich das richtig aussprechen. So, jetzt rein. Ja, irgendwie sagt mir hier etwas, dass wir hier die restlichen Kristalle kriegen. Die restlichen 10. Boah. Ach, seht mal her. Wer hätte denn das gedacht? Da kommen wir wieder zum Anfang des Levels und ich würde jetzt gern mal wissen, wo. Ah, da ist also. Ja, ich kann hier gar nichts richtig erkennen. Man kann hier die Kamera tatsächlich nicht drehen. Es ist ein bisschen unschön. So. Da unten ist ein Herz. Oder sind das vielleicht die Plattformen,
die wir mit der Kiste ausgefahren haben. Damit wir jetzt an dieses Herz kommen? Oh. Eine Brücke zu einem Herz. Ist das nicht eine schöne Symbolik? Auch wenn die Brücke vielleicht etwas unstabil ist. Ja. Kann man deuten, wie man will. Ich weiß nicht, ob es positiv ist oder negativ. Who knows? So, okay. Ein Puzzlestück haben wir eingesammelt. Meisterleistung. Matrosendorf. Ja, wir können wieder jederzeit rein. Denke ich mal, oder? Ja, und guck mal, das Puzzlestück schwebt einfach mal freizügig umher. Und fühlt sich frei. Ja! So. Einfach nur als Erinnerung, dass wir es geschafft haben in dieser Höhle. So, jetzt aber geht's weiter zum Kosakendorf. Denn jetzt haben wir hier in Matrosendorf nichts mehr verloren. Tiefpreis, Pete, ich komme nochmal. So. Und ich glaube, ich würde mir jetzt gern durch... Wie viel? 250 Kristalle? Nee, das ist so viel habe ich nicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach nur mal ein paar Puddinge. Nee, oder Gelee-Hüpfer, genau so heißen sie ja. Alle, what up? Gegenstand kaufen. Ja, das nehme ich. Und Limongeschmack, Doppelsprünge für 60. Ja, das passt doch wie die Faust aufs Auge. 60 Kristalle und das ist der Rest, den wir noch haben. So, aber für eine Reise brauchen wir keine Kristalle. Wir gehen jetzt einfach wieder durch die Kristallkugel in das Kosakendorf. Mit Kreis in die nächste Welt gehen. Ja. Warum nicht? Ist das irgendwie so Teleportation? Was ist das? Ja, oder keine Ahnung. Kristallkugel. Ja. Tiefpreis Pete ist ein komischer Kerl. Ja, okay. Hat schon heute jemand anderes gesagt? Okay. Gobo kann Schneemann nicht fertig bauen. Dann Teenies haben die Einzelteile irgendwo hier in der Nähe versteckt. Sie sind so gemein. Schneemann braucht Nase, Hut und Arme. Damit sehe er richtig nett aus. Ach, und ja, tatsächlich, tatsächlich unterscheidet sich die Musik vom Kosakendorf doch etwas von dem Matrosendorf. Aber nur von den Instrumenten her, von der Melodie ist es gleich. Seht mal, wir haben einen Hut eingesammelt. Ja, genau der richtige Hut für den Schneemann. Und ja, mit all den Zusätzen würde er tatsächlich irgendwie netter aussehen. Würde ich mal sagen. Kobo liebt Limonade. Mag am liebsten selbstgemachte Limonade. Man macht sie so. Man nehme einen Eimer, eine große Schachtel Brause, eine Ingwerwurzel fürs Aroma und eine Schachtel Zucker. Man vermische alles gut und fertig. Gut, also eine Schachtel Zucker, stopp mal. Vielleicht ein Teelöffel oder höchstens ein Esslöffel, aber eine Schachtel? Nee, also entschuldige mal, wir wollen hier nicht den Zuckertod sterben. Eine überdrüssige Dosis an Zucker ist ungesund. Aha. Das sagen wir jetzt mal etwas lässig, okay? Ich habe auch mal meine eigene Limonade gemacht. Das war einfach Wasser mit Zitrone und Ingwer und ja, auch ein Esslöffel. Ja, ich habe auch ein Esslöffel Süßungsmittel. Ich habe dafür mal Agavensirup und bei einem anderen Versuch mal Xylit genommen. Das ist so ein Zuckerzwilling, ja, gibt's auch heute? Nee, also ich will jetzt keine Werbung für Lebensmittel machen oder so. Ja, aber das war echt, echt interessant. Aber es hatte, ja, wie gesagt, ohne Geschmacksverstärker schmeckt es vielleicht ungewohnt, aber es ist immerhin eigene Limonade, ja? Darauf kann man stolz sein. Oh, wartet mal. Ey! Na! Frotzbelger. Was fällt euch ein?
Das ist Lavalampen-Larrys Laden. Er hat wegen Umbau geschlossen. Bald ist Neueröffnung. Kann's kaum erwarten. Lavalampen-Larry? Oder wie war der Name jetzt? So. Nein, nicht getroffen. Und da ist der letzte Arm. Ein Arm, wir sammeln einen Arm ein. Das klingt irgendwie sehr gespenstisch. Sehr gruselig. Hopp. Gut, dann machen wir unserem Schneemann-Gobbo eine Freude, oder? Da, bam, bam, bam. Oh, es klebt ja schon alles dran. Hurra! Krog hat sie gefunden. Gobbo kann Schneemann jetzt fertig bauen. Hier, nimm das alles. Dankeschön. Hat er uns Kristalle geschenkt? 100, ganz genau. Wow. Eine schöne Zahl. Joa. Okay, liebe Leute, ich mache dann hier wieder mal eine kleine Pause, okay? Aber ihr wisst ja, nicht verzagen, es geht ja bald weiter, ne? Ich bin zwar in letzter Zeit sehr viel beschäftigt. Ich komme manchmal nicht so ganz nach mit der Produktion der Parts, aber momentan hält sich es noch konstant, ja. Also ich halt versuche den Rhythmus einzuhalten. 8 Uhr morgens und 14.30 Uhr, ja, genau. Und ja, bleibt bis zum nächsten Part einfach stets gesund und optimistisch und ihr selbst und bleibt immer am Ball, ne? Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Driver und ciao.